Herzlich willkommen zurück zu Donkey Kong Country Returns. Das letzte Mal haben wir 3-6 abgeschlossen und damit das allerletzte reguläre Level dieser Welt. Und nun soll es weitergehen. Und zwar in 3K, was wir gerade freigeschaltet haben. Und was meine Strecke von 2 Parts pro Welt so ein bisschen durcheinander bringt. Weil davor hatte ich es geschafft, 2 Parts pro Welt zu brauchen. Jetzt bin ich etwas draußen. Didi? Ja? Wieso kackt dieser Affe? DK, das sind Fässer, die er runterwirft. Ach so. Und wer ist dieser Affe? Warum sieht er mir so ähnlich? Kannst du dich nicht mehr erinnern? Die Statue im Hintergrund. Hat es was mit Bananen zu tun? Was haben jetzt schon wieder Bananen damit zu tun, DK? Wie schaffst du es eigentlich, jedes Mal das Thema darauf zu lenken? Naja, ich kann mir das auch merken, die mit Bananen zu tun haben. Du kannst dir auch meinen Namen merken? Ja, weil ich eine Banane danach benannt habe. Am Anfang war das echt schwierig, aber dann habe ich eine neue bekommen und die konnte ich dann Diddy nennen. Seitdem kenne ich deinen Namen. Du hast echt ein Problem, kann das sein? Warum? Funktioniert doch gut. Das ist Cranky. Cranky? Aber Diddy, Cranky hat ein Bart. Das hast du mir neulich schon mal gesagt und es ist trotzdem... Und kannst du dir vorstellen, dass es mal eine Zeit gab, in der er jung war und keinen hatte? Nein. Es ist aber so. Und von daher würde ich jetzt vorschlagen, dass du die Fragerei einfach lässt. Aber es gibt noch eine Frage, die sich mir da aufstellt. Okay, schieß los. Warum hat er hier Bilder von sich so irgendwo? DK, es ist Cranky. Überrascht dich wirklich, dass er auf der DK-Insel Platten von sich hat? Mit Bildern. Mit seinem Gesicht. Und mit Herzchen drauf. Ja. Ah, lass mich in Ruhe. Du bist so blöd. Nett, dass du mich jetzt einfach beleidigst. Ich hab gar nichts gemacht. Ja, aber ihr merkt schon, es ist ein relativ einfaches K-Level, sage ich mal. Wir mussten nur die Zeit abwarten, um dann rechtzeitig durchzukommen. Allererster Versuch, wesentlich schneller als 2K, aber das ist jetzt auch wirklich keine Überraschung. Wie lange haben wir gebraucht? 3 Minuten gerade mal, ja. Wie gesagt, es braucht ein bisschen Zeit, weil man immer warten muss, bis die einzelnen Platten in Position sind. Und dann geht es aber direkt weiter. Übrigens, da sieht man das kleine Schiff, wenn ihr euch noch erinnert. Wir hatten ja ein Level, in dem wir praktisch zurück zum Strand gekehrt sind. Beim Level Unterbeschuss? Ne, Quatsch. Mastenschießerei. Und da sieht man das Schiff. Okay. Und Endboss Time. Didi, ich habe ein Ho-Oh gefunden. Junge, du hast dein Handy gar nicht Oh, DK! Oh, ouch. Warum hast du mich nicht gerettet? Jetzt, ich muss mich auf den Typ konzentrieren. Töten! Oh. Das ist wirklich ein Ho-Oh! DK, wie sieht Ho-Oh aus? What? Okay, anders gefragt. Hast du schon mal ein Ho-Oh gesehen, was einen Sprengstoffgürtel bei sich rumdreht? Nee, das ist kein Gürtel. Also wirklich, den hältst du mich dumm und du glaubst, es hier ist ein Gürtel. Okay. Aber ich habe auch noch keins in einem Sprengstoffgefäß gesehen! Ja,
Vielleicht hat er einen alternativen Lebensstil. DK, ich glaube, du weißt nicht ganz, was ein alternativer Lebensstil ist, oder? Doch, dass ich mit dir befreundet bin, obwohl du immer so gemein zu mir bist. Ja, das ist der dritte Endboss. Und wie ihr seht, wir müssen hier vor allem die Kanonen, die er uns entgegenwirft, zur Hilfe nehmen, um auf ihn zu feuern. Nach dreimal Treffen, was jetzt der Fall ist, kommen wir in die nächste Phase. Genau. Der Gute ist ein bisschen wahnsinnig, wie ihr gesehen habt, was sein Waffenarsenal angeht. Gerade hat er was nach uns geworfen. Sein Name ist Bomberich. Oh, mir doch egal, wie der heißt. Hau ab. Hast du ihm gerade echt einen Doppelshot gegeben? Ja, wenn es kein Ho ist, dann... Okay, das ist kein Ho. Er hat keine Federn am Bauch. Aber du hast mir mein Ho weggeschnappt. DK, wirklich, das war kein Ho, was du da gesehen hast. Ich versprech's dir. Habe ich ihn ja umsonst geschlagen? Nein, hast du nicht. Er hat trotzdem genervt. Ja, aber wenn ich weder Pokémon fangen muss, noch Bananen retten, was mache ich denn dann? DK, das Erste, was ich machen werde, ist, ich werde dafür sorgen, dass du nie wieder dein Handy benutzt. Was? So, damit sind wir in der vierten Welt. Das hat ja ziemlich schnell geklappt jetzt mit den ersten beiden. Und zwar Höhle. Ihr seht, Dschungel, Strand, Ruinen, Höhle. Das, was bei Höhle ein bisschen schade ist, ist, dass es hier keine klassischen Höhlenleveln gibt. Die gibt es erst in Nohiko Country Tropical Freeze Wither. Und da sind die auch sehr gut. Hier hat man jedoch auf diesen Level-Typ verzichtet, warum auch immer, sodass es eben der Welt Höhle keine wirklichen Höhlen gibt. Sondern was es hier gibt, sind Loren. 3 Stück. Und Raketen. 2 Stück. Das sind die Level, die man hier antrifft. Die cool sind, keine Frage. Aber letztendlich sorgt das auch dafür, dass man nur 5 Level hat. Ups. Und von daher ist es die am Abstand kleinste Welt. So 2, 3 normale Level hätten durchaus noch prima dazu gepasst. Das ist das, was ich ein bisschen schade finde. Ich weiß nicht, warum man das nicht gemacht hat. Weil es gibt hier Passagen, die in die Richtung gehen. DK, das war Sprengstoff. Oh, ist ja gar nichts passiert. Das ist erwartet. Hier zum Beispiel, genau. Das hier ist jetzt einfach eine ganz normale Höhlenpassage. Und genauso hätte man ein ganzes Level aufbauen können. Aber wie gesagt, haben wir dann Tropical Freeze gemacht. Hier hat man drauf verzichtet. Kann ich mir nicht erklären, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube nicht, dass es an Zeitdruck lag. Weil ich, also, ich meine, viele unterstellen spontan mal Zeitdruck den Entwicklern. Würde ich nicht unbedingt. Weil ich glaube schon, dass die meisten Spiele auch tatsächlich fertig werden. Dann würde ich warten, bis man Näheres zu weiß. Aber gut. So, wie schon gesagt. Ja, fantastisch. Das war ein wirklich schneller Tod. Ich habe übrigens, weil einige gefragt haben, ob ich Zeitrennen mache. Ich habe ein paar auf meinem Kanal. Unter anderem alle Loren-Level. Aus der vierten Welt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich auch die Raketenlevel habe. Vielleicht. Aber ich habe auf jeden Fall alle 4 Loren-Level. 4-1. Klapperschienen, 4-2 Klammer auf dem Faden, 4-3 eine bombige Fahrt. Also, das könnt ihr euch mal anschauen. Ist in meiner alten Donkey Kong Country Returns Playlist. Ob ich das nochmal neu machen werde, weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich alles schaffen werde, es sei denn, ich verwende viel Zeit und weiß nicht, ob ich diese Zeit verwenden will. Ich meine, ich habe es in Donkey Kong Country 2 gemacht, aber das war alles etwas einfacher, weil hier muss man wirklich, um eine glitzernde Goldmedaille zu bekommen, muss es wirklich hundertprozentig perfekt sein. Muss es dann Donkey Kong Country 2 zwar am Ende auch, aber... Es war schon ein bisschen einfacher und es gab nur ein paar wirklich knackige Level, das ist deswegen. Aber, ja. Und wie ihr seht, diesmal sitzen sie nicht in der Lore drin, sondern springen raus. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, dass es da wieder Unterschiede gibt.
kann mich da nicht hinsetzen. Da sind irgendwie Diamanten drin. Du musst dich ja auch nicht hinsetzen. Aber meine Füße tun weh. Dann hör auf zu jammern und fahr das Ding hier zu Ende. Du kannst gerne übernehmen. Ja, das mache ich auch, wenn du nicht mal aufhörst, blöd zu sein, während die Höhle um uns herum explodiert. Oh, Didi, das ist... nicht gut. Ich habe dir gesagt, du sollst jetzt nicht in Ruhe lassen. So also kann man sich doch gar nicht konzentrieren. Ja, schon zwei Tode. Als ihr seht, ist hier alles andere als einfach. Und natürlich gilt bei den Loren das, was schon davor gegolten hat. Wenn man mit der Lore etwas berührt, stirbt man sofort. Aber da man hier aus der Lore rausspringt, kann man im Prinzip die zwei Herzen, die Donkey Kong hat, ein bisschen liberaler einsetzen. Aber ja, es ist übrigens auch ziemlich fies. Da muss man versuchen, erstmal links zu landen, damit man die rechten noch nicht aktiviert. Was? Warum braucht man eigentlich Schienen, die sofort verschwinden? Das ergibt gar keinen Sinn. Didi, warum bist du hier nie dabei? Ja, das frage ich mich aber auch. Das ist doch echt verflucht. Also die meiste Zeit des LPs über habe ich Didi bei mir. Und wann immer ich ihn nicht dabei habe, ist es dieser Bonus. Und dabei könnte ich ihn hier am meisten gebrauchen von allen. Muss ich halt echt sagen. Na gut, war wie auch immer. Dann... blöder Kaktus. Entschuldigung, Kaktus. Das hab ich doch nicht so gemeint. Du musst gleich so schlapp sein. Wow. Los. Ich frag mich nur eins. Wo zum Teufel bin ich? Oh, ja, das lief gut. Ihr werdet merken, dass bei den Loren nicht so viel im Hintergrund zu erkennen ist. Aber dafür hat man eben einen sehr, sehr rasanten Vordergrund. Also der spielt wirklich ausgezeichnet mit. Und da kann man mal so ein bisschen auf die Details achten. Manchmal gibt es wirklich noch einen Vordergrund, bei dem gewisse Sachen vor einem passieren, nicht im Hintergrund. Ich weiß nicht warum, um einen nicht abzulenken vielleicht, aber ich glaube, es lenkt einen noch so ab. Also von daher, aber ja. Okay, 4-2, Klammerhafenfahrt. Und ich glaube, das war sogar meine Lieblingslore. Da bin ich mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Oh, bitte, ich höre dich. Da ist er ja. Hey, komm mal raus. Danke. Aber... Moment. Sind wir jetzt in einem anderen Level? Oh, ich hab's geschafft. Achso? Und... du hast auch alles... Ich hab alles eingesammelt. Obwohl alles kaputt gegangen ist, ja. Hey, Dicky, das ist cool. Das ist cool. Dicky, ich weiß gar nicht, warum du das plötzlich sagst. Ich meine, ja, wer war am Ende von Donkey Kong Country der Held? Du oder ich? Ich wurde noch nicht anerkannt. Das würde ich jetzt aber nicht sagen. Dicky, du bist echt ein schlechter Verlierer. Mit dir sollte ich lieber nie Karten spielen. Bananen soll ich das recht nicht selbst wollen. Das wäre nicht gewinnen, das ist eine wellende Betrüger. Oh. Ja, super, super. Ja, anstatt da vorne zu schauen, laberst du irgendwas? Du hättest ja auch mal dran denken können. Was zum Teufel ist Squawks? Der wollte nicht. Du hast ihn nicht gefragt. Das kann man... Also, es gibt zwei Arten, wie man das sehen kann. Also, es kann gut sein, dass er nicht konnte. Das habe ich einfach mal interpretiert. Aber ob das wirklich der Fall ist, weiß ich nicht. Moment. Und da fällt mir noch was ein.
Im letzten Level hast du ihn auch nicht mitgenommen. Ja, weil ich da nichts gebraucht habe, da habe ich doch alles gefunden, oder? So. Junge, das ist unsere Insel. Ich kenne diese Insel innen auswendig. Oh, ich kenne sie auch auswendig, da wo die Bananen stehst, aber das hier ist eine Höhle. Ich bin doch nicht in Höhlen unterwegs. Na, schade, das würde deinen... Das würde so einiges erklären. Was meinst du? Naja, weißt du... Weißt du, es gab mal die... Also wir sind Affen. Und dann gab es mal die Steinzeitaffen, die in Höhlen gelebt haben. Das würde bei dir einiges erklären. Ja, ich hab's gefunden. Bist du jetzt zufrieden? Ja, gut. Gut, gut. Ja, das hab ich schon gewusst. Hab ich schon gewusst. Aha. Na gut, dann. Was ist das Nächste? Also, DK, ich würde wirklich gerne die Zeit nehmen, mich bitte hinzusetzen und zu elaborieren, wo das nächste Puzzleteil sein könnte. Aber wir können nicht, weil wir hier auf diesem Ding ausweichen müssen und das hängen. Da ist es. Hab ich doch gesagt. Die hast du irgendwie ja nicht. Ich weiß nicht, seit wann du so frech bist. Oder liegt es daran, dass du seit neuestem egominierst? Okay, ich weiß gar nicht, was das jetzt für ein Wort sein sollte. Was du dir vorhin gesagt hast. Vergiss es einfach. Guck mal, guck mal. Wir haben es geschafft. Ja? Wir sind durch. Okay, okay. Ja gut, das läuft doch jetzt schon ziemlich gut. 4-2 haben wir auch abgeschlossen. Jetzt sind ein paar Tode mehr davor, wie ihr merkt. Aber Level sind auch alles andere als einfach. Von daher haben wir doch noch 4-3. Eine bombige Fahrt. Dann hätten wir die Hälfte von Welt 4 schon geschafft. Allerdings sind die Raketenlevel die deutlich schwierigeren, würde ich mal sagen. Zumindest eins davon. Also ich meine, beide haben einen ähnlichen Schwierigkeitstypus. Dahingehend, dass man im Prinzip keinen Schaden nehmen darf. DK, brauchen wir nicht Squawks. Und du bist doch da. Ja gut, stimmt. Und, oh, kann ich wieder hinsetzen. Und auch noch so unbequem. Aber ja, also... von daher bin ich mir nicht sicher, wie viel wir dann im nächsten Part schaffen. Da wird sich dann zeigen, wie gut ich tatsächlich in diesem Let's Play angekommen bin. Denn da gibt es ein Level, bei dem man potenziell Game Over gehen kann. Das ist kein Witz, aber ich glaube nicht, dass wir das heute halt noch hinbekommen. Das ist immer den Vordergrund. Hey, Maulwurf-Kumpel! DK, sieht das aus wie dein Kumpel? Siehst du etwa aus wie mein Kumpel? Was soll das jetzt heißen? Ja, der sieht mir ähnlich als du. Okay, das stimmt sogar. Aber ich bin Affe, er ist ein Maulwurf. Naja, du bist zumindest sowas wie, du behauptest zumindest Affe zu sein. Und du siehst für mich mehr nach Affen aus als du, aber die tragen auch eine Krawatte. Warum trägst du keine Krawatte? Wenn ich cool bin und coole Kiddies tragen? Coole Leute tragen keine Krawatte. Hatte da gerade eine Bombe? Oh. Ja gut, zum Glück ist das daneben gegangen. What the hell? Ja, Didi, also. Hast du jetzt eine Krawatte, könntest du das da vorne zubinden. Warum machst du nicht? Weil ich lenken muss. Ja, es war überraschend einfach. Ja, aber wir hätten es noch einfacher haben können. Mensch, Didi. Junge! Okay, okay. Lassen wir das für heute. Ich hab dich in runden Boden gedisst. Du benimmst dich wie ein kleines Baby. Wir lassen es dabei. Okay. Babys sind cool. Gut. So, damit müssen wir jetzt eigentlich alles hier gefunden haben. Jo! Sehr schön! Ja gut, dann
Yay! KONG. Und? 5 Puzzleteile. Läuft, soweit selbst auf Instand, wie gesagt. Das sind 3 Lohnlevel, die ich geschafft habe. Nur noch 2 liegen vor uns in diesem ganzen Spiel, aber. Sind natürlich erstmal der Hälfte. So, ich habe mir mal einen kurzen Schluck gegönnt. Gegen die Hitze. Ja, dann müssen wir jetzt eigentlich schon zu ihm hingehen. Ja, Mann, habe ich ein Pfeifen im Ohr. Hä, Cranky, hast du irgendwie Tinnitus oder so? Nein, aber wenn ich euch 2 Pfeifen sehe, dann kreuche ich es richtig durch. Als würde ich die, als würde ich das Fenster offen lassen und gleichzeitig würde jemand mit einer einer Kreide mitten auf die Tafel kratzen. Wie nochmal was? Ey, ey, Junge, chill. Wir haben gerade 3 Level einfach so geschafft. Oh, boho, du findest dich jetzt cool oder was? Ich bin mit meinem Schaukelstuhl nebendran Was soll denn mit einem Schaukelstuhl? Ich weiß nicht, auf jeden Fall war alles, was ich damit gemacht habe, stylischer als das, was du machen kannst. Ja, nimm euch die Schlüssel, um dich nochmal zu blamieren. Auf jeden Fall, ich bin daneben her gewippt und hab euch zugesehen und dachte mir nur, wie erbärmlich ist das denn? Und vor allem, kriegt ihr 2 es eigentlich mal auf die Reihe? Ja, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber da ist so ein riesiger Vollidiot oben auf dem Vulkan und nervt mich zum Teufel, weil ich nicht mehr den Sonnenuntergang beobachten kann, ohne dass ich seine hässliche Visage sehe. Gut, das muss ich euch hässliche Visage schicken, das ist auch nicht unbedingt besser. Trotzdem frage ich mich, könntet ihr den nicht einfach von dort vertreiben, anstatt euch gegenseitig fertig zu machen? Du machst uns doch die ganze Zeit fertig. Ja, aber der Unterschied ist, dass es bei mir euch gegenüber gerechtfertigt ist. Und ich weiß gar nicht, warum sich Pest und Cholera gegenseitig niedermacht. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wisst ihr was? Geht raus. Mach das jetzt, ansonsten mach ich es alleine, kapiert. Da labert doch eh nur. Ich weiß nicht, du konntest diese Platten da hinten hinsetzen, diese Kasten. Na gut. Okay, danke für eure Aufmerksamkeit in diesem Part. Doki Kong Country Returns, meine lieben Freunde. Danke für Daumen hoch. Ich bin dann an dieser Stelle. Und das nächste Mal werden wir mit 4-4 Maulwurf-Patrouille weitermachen. Ich freue mich auf euch. Bis dann.